Leute, und willkommen zu einem weiteren Motovlog. Oh, ich dachte mir, 3 Grad Außentemperatur, bewölkt, gerade eben hat es gehagelt. Da muss ich jetzt mal Motorrad fahren, ne? Ja, klar. Nein, Spaß. Ich bin auf dem Rückweg von Kim. Freitag zu Kim gefahren, 15 Grad. Jetzt fahre ich zurück, 3 Grad. Danke dafür. Ah, super, super toll. Auf jeden Fall mache ich mich jetzt auf den Rückweg. Ich hoffe, es fängt jetzt nicht das Regnen oder Hageln an. Ich bin einigermaßen dick eingepackt, von daher temperaturtechnisch 3 Grad sollte machbar sein. Aber ich hoffe, es regnet nicht. Mein Moped ist gerade sauber. Heute ist Sonntag, gestern, also Samstag, war auch das Wetter geil. Da bin ich leider nicht zum Fahren gekommen. Ich wollte eigentlich fahren, aber irgendwie hatte ich dann ein bisschen Kreislauf, ein bisschen Kopfschmerzen. Und habe dann den ganzen Tag nur gepennt eigentlich. Bisschen ärgerlich. Das schöne Wetter hätte man nutzen können. Ab nächste Woche, Ende der Woche, also so Sonntag oder so, soll das Wetter konstant besser werden hier. So 15 Grad, die ganz ist so für die nächste Zeit dann angesagt. Da kann ich dann auf jeden Fall wieder mehr Moped fahren. Da freue ich mich drauf, ey. Und ich habe übrigens mir... Ich habe mich nicht lumpen lassen. Ich habe mir was... Ich hatte eigentlich mit Kim Urlaub geplant. Der wurde jetzt aber storniert. Wegen der ganzen Corona-Geschichte und so. Und ja, da habe ich einen Tausender wiederbekommen. Und dann dachte ich mir, ach komm, gebe ich einen Teil davon für was anderes aus, was ich schon lange überlegt hatte und so. Ich habe mir eine GoPro Hero 7 bestellt. Die Hero 8 hatte ich mir ein bisschen durchgelesen und so. Die soll nicht so geil sein, weil man kann die Linse einzeln nicht nachkaufen und wechseln. Genauso wie wenn man ein Mikro dran steckt irgendwie, dann ist das Akkufach auch mit offen. Das ist voll unpraktisch. Deswegen habe ich mir gedacht, nee, besser nicht, dann lieber die Hero 7. Die kann das, was ich will, auch. Und zwar Livestream. Das Feature, das habe ich schon ein bisschen so mir vorher die ganze Zeit angeguckt. Ich finde das halt voll cool. Überlegt euch mal, so GoPro dran an Helm mit Mikro und so, und dann einfach Livestream. Mit dem Handy einen Hotspot machen und dann einfach einen Livestream auf YouTube machen. Ob das alles so klappen wird und so, bin ich mal gespannt. Das wird auf jeden Fall mein Datenvolumen ordentlich zerficken. Und ich kann das halt nur machen an Stellen, wo ich halt wirklich gutes LTE habe. Ansonsten geht das ja gar nicht. Also kann ich das nur in Innenstädten so machen, Livestreams, aber trotzdem, ich glaube, das könnte ganz witzig werden. Da könnte ich auf jeden Fall gefasst machen, genau, so. Boah, also jetzt wird es langsam doch ein bisschen kalt. Also richtig kalt wird es am Hals und an den Händen. An den Händen auch nur, weil ich meine, ja, Freitag dachte ich mir so, ja, Sommerhandschuhe, ist doch sommerlich. Da konnte ich ja noch nicht ahnen, dass es so kalt sein wird bei meiner Rückfahrt. Ich wollte auch eigentlich Samstag zurückfahren und so, aber da hatte ich halt dann Kopfschmerzen und so und dann wollte ich dann nicht ungern fahren. Naja, muss man den sauren Apfel beißen, ist halt so. Ich habe die GoPro bestellt bei so einer China-Seite, wie auch immer. Ich bin mal gespannt, wie lange der Versand dauert. Da war die nämlich, ich meine, 247 Euro und bei Saturn oder so 300 Euro. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wann das ankommt und ob das ankommt und wie auch immer, weil das aus Hongkong kommt. Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt noch Pakete hier hingeliefert werden und so. Oh Mann, ey, was habe ich nur gemacht? Ich hätte lieber die 50 Euro mehr auf den Tisch legen sollen und mir eine bei einem Shop bestellen sollen, wo ich die dann auch wirklich schnell bekomme. Es kann sich nur um Monate handeln dann. Achso, was ich auch noch überlegt hatte, ich weiß nicht, habt ihr da Bock drauf? Ich wollte, wenn die neue GoPro da ist und so, habt ihr da Bock drauf, wenn ich mal zu meinem ganzen Setup und so einen ganzen Gedöns und was ich alles an Sachen, sage ich mal, fürs ganze YouTube-Zeugs und so habe. Habt ihr da Bock, dass ich da mal so ein Video zu mache, zu meinem kompletten Motorradfahren-Setup und so? Also, ich sag, Lederkombi, technische Sachen, Helm, Handschuhe, so was ich da alles so habe und wie ich das verkabelt habe mit meiner GoPro und so und wie auch immer. Hättet ihr da Bock drauf?
Schreibt doch mal in die Kommentare. Also ich könnte mir gut vorstellen, so ein Video zu machen, wenn ich gerade, wenn die neue GoPro dann da ist, dass ich euch mal mein komplettes Setup zeige, so ein bisschen die Story dazu, was ich wann gekauft habe und so. Ich könnte auf jeden Fall ein schmackhaftes Video für euch machen, wenn ihr da Bock drauf habt. Also jetzt habe ich aktuell den Punkt erreicht. Meine Hände sind jetzt so kalt, dass ich nicht spüre, dass sie kalt sind. Ja, ganz vorteilhaft eigentlich. Ach so, außerdem, ich hab jetzt auch noch demnächst vor, ihr habt ja jetzt in den letzten Videos immer gesehen, ich habe ja gar kein Intro mehr und gar kein Outro. Ich habe vor, dass ich jetzt mal so zusehe, dass ich einen demnächst dann, ich denke mal, es wird erst dazu kommen, wenn jetzt, so, sag ich mal, die ganze Lage sich so ein bisschen beruhigt hat mit Corona und so, dass ich dann ein neues Intro shoote, vielleicht auch ein Outro shoote, wie auch immer. So einen kompletten Restart, sag ich mal, mache. Logo neu und alles, das, ja, da bin ich schon dabei. Und also neues Logo und so habe ich schon, aber habe ich noch nicht großartig was zu veröffentlicht. Außer mal in meinem Livestream habe ich das mal gezeigt. Gleich, wenn ich zu Hause bin, heute ist wieder Sonntag, gleich werde ich wieder Livestream. Aber erstmal schneide ich das Video, glaube ich, kurz sonst zu Ende. Vielleicht, wenn ihr das Video seht, wenn es gerade raus ist, vielleicht könnt ihr dann ja, schafft es dann noch, sag ich mal, wenn es gerade raus ist und ihr jetzt anguckt, dass ihr den Livestream abcheckt. Der Livestream wird so um 16 Uhr so, wollte ich den wieder starten. Könnt ihr ja reinschauen. Dann könnte ich eigentlich im Livestream auch mal meine alten, wenn ich jetzt sowieso bald ein neues Logo und so mache, da könnte ich dann mal wieder ein paar Sticker, Schlüsselanhänger und so verlosen eigentlich. Ja, ich glaube, das mache ich. Oder soll ich auch mal in Videos sowas verlosen? Oder wie seht ihr das? Dass ich so regelmäßig unter meinen Videos, was weiß ich, unter den Kommentaren, unter allen geschriebenen Kommentaren, dass ich dann in einem Video, so in jedem Video, was ich mache, einen so einen Pack mit Stickern, Schlüsselanhänger und Stoffband verlose? Klingt doch nach einem Plan, oder? Wir fangen einfach mal bei diesem Video an. Also unter allen Kommentaren verlose ich, ach, weil es die erste Verlosung seit langem wieder ist, unter allen Kommentaren verlose ich 3 so Pakete mit Schlüsselanhänger, Stoffband und so ein paar Sticker. Das Einzige, was ihr dafür machen müsst, ihr müsst einen Kommentar unter dieses Video schreiben und ich suche dann per Zufallsgenerator, per Zufallsgenerator suche ich dann die, warum habe ich einen Quadfahrer gegrüßt, egal, der fährt auch bei den kalten Temperaturen, der darf gegrüßt werden. Also unter allen, die Kommentar geschrieben haben, suche ich dann die, per Zufallsgenerator die Gewinner raus, wenn ich mein nächstes Video schneide. Also wenn das nächste Video rauskommt, werden die Gewinner bekannt gegeben und die sollten sich dann bei mir per Instagram melden. Achso, und noch eine Sache, die ich euch mal fragen wollte, für meinen zukünftigen Content und so. Ich suche, sag ich mal, Leute aus meiner Umgebung hier, die am besten entweder auch so sowas in Richtung Motovlogs oder so machen oder sonst so ein bisschen Setup haben. Also sollten mindestens einen Sena haben und ja, ganz gut wäre auch eine GoPro. Ansonsten könnte ich auch, was weiß ich, wenn man das vorher vorbereitet, ich habe ja mehrere GoPros, dass man von mir eine GoPro an den Helm dran macht und so, alles mit Mikro verkabelt. Ich will halt mit mehreren Zuschauern von euch, habe ich jetzt so geplant, Videos machen, dass ich dann wenn ich du wäre mit Zuschauern oder so, oder habt ihr irgendwelche anderen Ideen, was man da machen könnte? Das wäre jetzt mein erster Gedanke gewesen, so, wenn ich du wäre und dann mit beiden Perspektiven, dass ich dann eine GoPro bei dem anderen dran mache. Ein Sena ist halt wichtig, sonst kann man halt das schlecht durchführen. Mit dem, wenn ich du wäre, stelle ich mir eigentlich als coole Idee vor, so. Also ich sag mal, jetzt in der Zukunft, wenn sich die Lage auch beruhigt hat, dass man dann sowas macht. Ihr könnt mich ja gerne mal einfach auf Instagram anschreiben, da heiße ich, falls ihr mir da noch nicht folgt, heiße ich ja Marco mit 2 O's.
Dann schreibt ihr mich einfach an, wenn ihr da Bock drauf habt. Und dann, ich antworte auf Instagram eigentlich immer jedem. Schreibt ihr mich einfach an und dann kann man ein bisschen darüber schnacken und so. Ein bisschen planen. Also wenn ihr Bock drauf habt. Hier ist die Straße immer so scheiße auf dem Stück. Bäh. Wenn die Straße gut wäre, könnte man hier richtig schön die Kurven durchknattern. Aber der Asphalt ist einfach eine reine Katastrophe. So, ich glaube, ich bin jetzt gleich zu Hause. Ich beende das Video an dieser Stelle. Ich hoffe, euch hat das kleine, etwas informativere Video gefallen. Jetzt im Moment ist es auch schwer, irgendwie gute Motovlogs zu machen, wenn halt auf den Straßen ist nichts los, in den Städten ist nichts los, nirgendwo ist was los, dass man irgendwie was Interessantes aufnehmen kann, so großartig. Das wird aber dann kommen. Also gerade die Livestreams, da habe ich richtig Bock drauf. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Gehabt euch wohl, euer Herr, ja Marco. Oh nein, jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Tschüssili! Jetzt beruhigen wir uns alle mal wieder. Und dann ist alles okay. Holy moly, es hagelt. Es regnet nicht, es hagelt. Oh, aber trocken angekommen. Safe. Alles klar. Ständer runter. Matte drunter. Ja, bis zum nächsten Motovlog, Leute.